Hallo, willkommen zu einer neuen Eisrezension. Mal wieder ein Cremissimo. Zuletzt Cremissimo Milchschokolade getestet und für okay befunden. Ich bin total irgendwie momentan fixiert auf Pistazien und jetzt bei Netto im Angebot für 1,88 diese neue 2015 neue Sorte zarte Pistazienverführung. Direkt heute geholt, dieses Eis mit zarter Vanillenote verführt Pistazieneis mit Pistaziensoße und weißen Schokoladenblüten. Das gibt es jetzt gleich. Ich mache das auch mal einhändig auf. Ich finde, das kann man bei jeder Sorte ruhig etablieren. Das geht aber verdammt schwierig hier. Deswegen mache ich das auf und melde mich gleich nochmal. So sieht das Ganze aus. Sehr hübsch anzusehen. Da sind die Blüten. Das lasse ich jetzt auch etwas mal im Kühlschrank antauen und werde es dann gleich testen. Sieht schon mal sehr schön grün pistazienmäßig aus. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit dem Eis. Es ist jetzt schon gut angetaut. Einen kleinen Moment wird es ja jetzt hier draußen noch antauen, weil ich nochmal mit euch drauf gucken wollte, was hier eigentlich so drin ist. Weil zumindest sieht man schon mal keine Pistazienstücke, was wir hier so haben. Und zwar schon vor dem Öffnen verzaubert Cremissimo mit seinem köstlichen Anblick. Das stimmt wohl, das sieht schön aus. Ah, das ist wohl der allgemeine Spruch. Von Pistazie steht jetzt hier nichts drauf. Wir haben jedenfalls drin Eis mit Vanillegeschmack und Pistazieneis. Pistaziensoße 14% und dekorierte weiße Schokoladenstückchen. 1%, nein! Okay, was haben wir als Zutaten drin? Glukosesirup, Wasser, Kokosfett, entrahmte Milch, Zucker. Molkenerzeugnis, Pistazienpaste, 1%, Kakaopulver, Verdickungsmittel, Chlorophylline, Kupferkomplexe, das sind die, die diese schöne grüne Farbe machen. Pflanzliche Fette, Kurkumin, Aromen, Magermilchpulver, aha, also nichts Hochqualitatives im Sinne von echten Pistazien drin, aber Pistazienpaste, Aromen vermutlich auch. Gucken wir doch einfach mal, wie sich das Ganze hier so schlägt. Ja, das kann noch einen Moment antauen, aber es ist ja cremissimo, das ist ja auch so schon cremig. Ich teste mal. Oh, lecker. Doch deutlicher Pistaziengeschmack, wunderbarer Schmelz, was daran liegt, dass wir sehr viel Luft drin haben, nämlich auf 900 Milliliter 500 Gramm. Zum Vergleich, Ben & Jerry hat 500 Milliliter und wiegt ungefähr 420 Gramm. Also hier ist fast das Doppelte an Volumen drin bezüglich der Luft. Es ist aber halt dadurch auch eine ganz andere Art Eis. Nehmen wir noch mal etwas. Ja, ein Blümchen vielleicht auch mal testen, ob das auch nach Blume schmeckt. Nein, aber ist lecker knackig. Leider nicht sehr homogen verteilt, aber optisch weiß es zu gefallen, auch wenn es etwas simpel gehalten ist. Aber es ist ja auch günstiger. Ich werde etwas graben und melde mich gleich nochmal mit so Zwischengeschmacksberichten. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ich wollte euch einmal hier schön zeigen, wie man hier sieht, dass wir hier diese helle Substanz haben, die Vanille sein soll, aber aus irgendeinem Grund überhaupt nicht gelb ist und auch eigentlich nach Vanille schmeckt. Und hier die grüne Substanz, was das Pistazieneis ist, was auch nicht nach Pistazie schmeckt. Und hier die Pistaziensoße haben, die ein bisschen nach Pistazie schmeckt. Das sind also diese drei Komponenten, die da auch bei der Beschreibung gerade drauf waren. Bis jetzt bin ich überhaupt nicht angetan von dem Eis und schmeckt auch nicht intensiv. Ich finde es nicht gut. Ja, der Schmelz ist gut. Es ist Cremissimo-Eis. Es ist lecker, aber es ist etwas enttäuschend. Ich habe gehofft, dass es nach Pistazie schmeckt. Da werde ich wohl dann bald mal. Gab es so eine schöne Sorte italienisches Eis in so einer stylischen Metallbox? Oh, guck mal hier. Das sieht aus wie ein Gesicht. Seht ihr das hier? Da ist der Mund und da sind die Augen. Ein Smiley im Eis. Geil, oder? Geht da sogar noch näher? Na komm, scharf stellen, scharf stellen. Ja, da mal kommt doch Freude auf. Naja, bei dem Eis jedenfalls an sich nicht. Jedenfalls gab es da so eine schöne Sorte hochpreisiges Eis, ungefähr auch 500 Milliliter, wie bei Ben & Jerry, auch in so einem runden Becher,
für 7 €. Vielleicht hole ich mir das mal. Vielleicht schmeckt das besser nach Pistazie. Das hier schmeckt kaum nach Pistazie. Und es ist zwar die Neuheit 2015, aber für mich die Enttäuschung 2015 bis jetzt. Es ist nicht gut. Ja, ich melde mich vielleicht gleich nochmal mit einem Fazit wieder. Weiß noch nicht, ob ich da Bock drauf habe. Bis jetzt ist das Eis eine 5. Schmeckt einfach nach kaum was. Es sieht schön aus, der Schmelz ist gut, aber es schmeckt nicht nach Pistazie und noch nicht mal nach Vanille. Davon abgesehen, dass die Basis ja immer Vanille ist und dann so der Rest dann den Geschmack ausmacht, aber da, gut, dieses Pistazie ist nicht vorhanden, aber selbst die Basis ist nicht da, also von daher Epic Fail und durchgefallen. Nicht kaufen. Ja, bis dann. Aber wie man sieht, habe ich hier gut die ganzen Ränder weggegessen, weil da ist halt alles schön angeschmolzen und cremig. Ich will nicht bei einer Note 5 bleiben, weil hier auch das Phänomen wieder auftritt, dass einfach irgendwann der Gewöhnungseffekt eintritt. Sprich, deswegen schmeckt man das Eis auch nicht mehr so intensiv. De facto ist der erste Probieren der Soße schon nach Pistazie da. Also, dass es deutlich nach Pistazie schmeckt, aber der Rest ist einfach zu lasch im Geschmack, als dass es dann längere Zeit hält. Man kennt das, wenn man länger was Süßes isst, schmeckt es irgendwann nicht mehr so süß. Und hier schmeckt es irgendwann einfach nicht mehr nach Pistazie, weil der Geschmack nicht intensiv genug ist. Von der Konsistenz super klasse, einmalig, auch ein bisschen antauen lassen, schön luftig. Ich mag das gerne, ist mal was anderes als dieses kompakte Eis wie bei Ben Jerry oder Häagen-Dazs. Ja, ich gebe dem Eis trotzdem nur ein ausreichend in Anbetracht des Angebotspreises von 1,88 € hat es vielleicht auch eine 4 plus verdient. 3,30 €, was der Normalpreis ist, ist auf gar keinen Fall wert. Es ist aber an sich eine schöne Idee mit Pistazie und sieht auch so ein bisschen nett aus mit dem Grün, aber wie gesagt, also sonderlich gut ist das Eis nicht. Für 1,88 € kann man es ausprobieren und ja. Besonders zu zweit ist das vielleicht ganz nett. Und es macht gut satt. Das ist immer der Vorteil bei diesem luftigen Eis. Also da reicht dann auch nur die halbe Grammzahl, weil das Volumen den Magen trotzdem füllt. Probiert es aus fürs Angebot, aber mehr auch nicht. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Adios.